Mega Drive. Freunde, willkommen zu Let's Play Sonic the Hedgehog 3. Zu meinem 5-jährigen Jubiläum als Let's Player habe ich mich gefragt, mit was ich euch eine Freude machen kann. Und da dachte ich mir, ich mache das, was ich am besten kann. Zocken, Let's Playen. Und zwar ein komplettes Let's Play in einem Part. Sonic the Hedgehog 3. Da werden sich viele wahrscheinlich fragen, hast du das nicht schon Let's Played? Ja und nein. Also jein. Ich habe Sonic 3 and Knuckles Let's Played. Und das gleich zweimal, 2011 und 2014. Wenn ihr euch das reinziehen wollt, rate ich euch natürlich zur 2014er Version. Aber Sonic 3 and Knuckles, das ist halt eine Verbindung von, ja, den beiden Spielen Sonic 3 und Sonic und Knuckles. Die konnte man verbinden und ergaben so ein richtig großes Abenteuer. Das habe ich im ersten Part des 2014er Let's Plays von Sonic 3 und Knuckles sehr ausführlich erklärt, also bei weiteren Fragen einfach angucken. Ja, und jetzt zocken wir Sonic 3 komplett durch. Wir nudeln das einfach mal durch, weil ich habe Bock drauf. Ich brauche mal wieder ein Sonic-Spiel, ich muss meine Bedürfnisse befriedigen. Aber es gibt ein paar Besonderheiten in diesem Special-Video, ich will nicht Let's Play sagen. In diesem Special-Video will ich keine Bonus-Level sammeln. Keine Ringe, kein Super Sonic werden, nichts. Sondern ich genieße einfach nur die 2D-Jump-Run-Cost, die Level. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen an den typischen 2D-klassischen Sonics stört, weil immer wieder diese Unterbrechung mit diesen, ja, mehr oder weniger zwar gut gemeinten Special Stages, aber irgendwie gehen sie dann auch auf den Keks, ne? Aber ich habe 2014 alles Let's Played, Sonic 1, 2, 3 und eben Sonic und Knuckles und alle zu 100% gelöst mit allen Chaos Emeralds, einfach alles, was es gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das diesmal so und wir zocken das ganz normal. Vor allen Dingen, wenn man erstmal Super Sonic hat mit allen Chaos Emeralds, ist es ja keine Herausforderung mehr. Und mit dem normalen Sonic ist es ein bisschen mehr eine Challenge. Wobei ich sagen muss, ich halte Sonic 3 für das leichteste klassische Sonic. Ja. Weil es halt auch nur die einfachere Hälfte des kompletten Abenteuers Sonic 3 und Knuckles ist, nicht wahr? Aber trotzdem zocken wir es mal. Ja, die Änderungen halten sich in Grenzen. Es gibt ein paar veränderte Soundfiles. Ihr habt es gehört, die Bossmusik zum Beispiel. Oder die Unverwundbarkeitsmusik. Die in Sonic 3 Knuckles wird dann immer die Sonic und Knuckles, die Soundtracks werden da benutzt. Eigentlich schade, dass ich das schon alles 2014 Let's Played habe, weil ich habe irgendwie Bock drauf. Ja, und dann machen wir das mal. Warum ausgerechnet Sonic 3? Ja, erstens mal, weil ich mir dachte, das habe ich noch nicht so oft gemacht wie Sonic 1 und 2. Das habe ich aber beide schon zweimal Let's Played und exakt dasselbe wollte ich jetzt nicht machen. Warum nicht? Kann man bringen. Und das ist halt einfach nur ein Special. Das zählt ja jetzt auch nicht zur Let's Play-Liste. Einfach nur zum Zocken für zwischendurch. Um mich zu bedanken. Ja, Abonnenten-Specials. Nach meinem 100.000 Abonnenten-Special habe ich ja gesagt, das wird es nicht mehr so häufig geben oder nur noch zu, weiß nicht, 500.000? Millionen? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich nicht vor, Abonnenten-Specials mich nach einer Zahl zu richten. Aber ich habe mal gedacht, so ein Jubiläum. Wenn ich so und so lang schon Let's Player bin, kann ich doch mal ein Special-Video machen. Und vielleicht setzt sich das ja durch, dass ich jedes Jahr, keine Ahnung, nächstes Jahr zu meinem 6-jährigen Jubiläum nochmal irgendein Spiel mir vornehme. Komm, Tails! Ah, hat nicht geklappt. Dieser wunderschöne Trick mit Tails Boy. Was ist los? Eggman. Dr. Robotnik. Ja, ich kenne das Spiel aus dem FF, weil ich muss sagen, meine Kindheit, ich kann ja Sonic 1 und 2 auch ziemlich gut, ja. Aber in meiner Kindheit irgendwie habe ich Sonic 3 bevorzugt gespielt. Weil für mich als kleines Kiddy kam es immer so rüber, das ist neuer, das ist cooler, das ist besser. Und ich finde es ja auch teilweise besser. Ich habe mich zum Beispiel in Sonic 2 immer dran gestört, dass diese Punkteanzeige, hier oben links, Score Time Rings, das war ja kursiv.
Und das hat mich irgendwie total gestört. Ich habe so gefeiert, dass es wieder in Sonic 3 wieder so grad war. Na, 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 na. Ich sag jetzt nicht, dass die Unverwundbarkeitsmusik besser ist in Sonic 3, ne? Wollt's nur anmerken. So, aber ich wollte mich weniger um das Spiel im Generellen kümmern, sondern ich wollte ein paar Sachen sagen. Mich bedanken auch irgendwie für die schöne Zeit, für die ersten 5 Jahre als Let's Player. Ich hätte schon fast gesagt auf YouTube. Aber ihr wisst es, in meiner Kanalbeschreibung steht es. Ich bin ja seit September 2005 auf YouTube mit allen möglichen Channels. Mit Fußball, mit Videospielen, ich hatte auch schon Sonic Channel. Die meisten werden ja auch gelöscht nach einer Zeit, wegen irgendwelchen Copyright-Kram. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, dass mein Let's Play Markus, dass das überhaupt ein paar Wochen funktioniert. Ich hatte mir natürlich Hoffnung gemacht, dass ich da 1-2 Monate Spaß dran habe. Aber 5 Jahre ohne Aussicht auf ein Ende? Nope, niemals, Boy. Also, hätte mir das jemand gesagt, ich hätte es einfach nicht geglaubt. Und wie sich das entwickelt hat. Ganz klar, also Werbeeinnahmen, Monetarisierung, so viele Fans auch, ein gewisser, ich will nicht sagen Promi-Status, aber ihr wisst, was ich ausdrücken möchte, man ist bekannt. Also, in ganz Deutschland, im ganzen Bundesland kennt man mich. Klar, nicht jeder. Sondern nur vereinzelt, aber es ist schon extrem, wie diese YouTuber, mich eingeschlossen, wie die Leute auf dem Schulhof darüber reden, was wir machen und sowas, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich muss sagen, ich hätte es ja selbst genauso gemacht in meiner Schulzeit. Ich hätte mit 13, 14, sag ich mal, Let's Plays geguckt, ohne Unterlass. So, jetzt den Boss. Ich will jetzt nicht unbedingt, ich gehe da immer auf Risiko bei einem Boss, aber normalerweise soll man den so angehen, der verletzt einen halt die ganze Zeit. Das jetzt hält er still. Gut, wir wurden kein einziges Mal hier in den Zug gezogen. Ja, es ist eigentlich für mich unbegreiflich. Ich sitze wie vor 5 Jahren vor meinem PC und rede mit meinem Monitor. Und habe Erfolg damit. Es ist herrlich. Es macht Spaß. Es macht riesen Spaß. Es gibt immer neue Spiele, die erscheinen. Und ja, auch diese, genau diese Unterstützung von Nintendo. Es gibt schon immer das Nintendo of Europe Hauptquartier. Also das ist schon immer, ihr wisst, was ich meine. Aber natürlich war das für mich immer unnahbar. Und jetzt, weil ich ein paar Videos auf YouTube mache, werde ich da immerhin eingeladen und bekomme die neuesten Sachen Monate vorher und. Das ist schon extrem. Da wird einem immer mal bewusst, was das alles für Ausmaße angenommen hat. Und ja, aus meinem Falle bleibt nur eins zu sagen. Dankbarkeit. Ich weiß das alles zu schätzen. Vielleicht werde ich nicht jeden Tag auf Knien kriechend daherkommen und dem Herrn danken, für was er mir gegeben hat. Aber ich sage euch, ich bin dankbar. Und auch jeder einzelne von euch, jeder Kommentar, jeder Daumen. Es ist wunderbar und das ist halt auch irgendwie die beste Motivation. Ich würde auch Let's Plays machen ohne Zuschauer. Muss ich mal so sagen. Ich würde trotzdem machen, worauf ich Bock habe. Vielleicht nicht so viele Videos, wenn ich nur auch nach 5 Jahren nur 100 Abonnenten hätte. Vielleicht würde ich dann nur jeden zweiten Tag ein Video hochladen oder sowas. Aber seid euch dem immer bewusst. Ihr seid eine super Motivation für jeden YouTuber, der Arbeit investiert in sein Werk. Und da möchte ich auch mal anmerken, unterstützt eure YouTuber, die ihr mögt, die ihr schaut. Wenn ihr ein Video geschaut habt, nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Nicht bei mir, sondern auch generell bei allen. Vor allen Dingen bei den kleineren Let's Playern. Ja, die One-Up-Musik ist auch eine andere in Sonic 3. Ach ja. Ich saus hier durch, als hätte ich nie was anderes gemacht. Hab ich auch nicht. Haha. So, ich kann aber ein bisschen reden über Sonic Let's Plays im Allgemeinen. Denn, ja, wie schon erwähnt, 2014 habe ich die klassischen Sonics, die als die im Allgemeinen besten Spiele gelten mitunter, habe ich die alle Let's Played und habe auch Sonic Adventure 1 und 2 Let's Played. Also die besten Sonic-Spiele waren da schon dabei. Sagen wir, einige der besten. Geschmäcker gehen ja auseinander.
Ja, und die Let's Plays zu Sonic Heroes, Sonic 2006, Sonic Unleashed, Sonic Lost World und Sonic Boom, die sind auch alle sehr sehenswert. Sonic Advance 1, 2 und 3 haben wir ebenfalls gemacht. Gut, da gibt es natürlich kritische Stimmen, weil ich da nicht 100% gefunden habe im Vereinzelten, aber... Ja, manche Spiele sind da weniger. Ich weiß, wo überall Verstecke sind von dem Mega-Ring, ne? Ich kenne das hin und auswendig. Willst nur sagen für die Leute. Wenn er mir irgendjemand klugscheißern will, schaut mein Let's Play. Ja, aber was habe ich denn in Zukunft so geplant? Wir hatten diese schönen Sonic-Hacks, ne? Und es gibt so viele schöne neue Sonic-Hacks. Ich mache mir da selbst ein bisschen Mitschuld, dass danach so viele Sonic-Hacks gekommen sind, weil ja nicht nur meine Wenigkeit auf YouTube diese Rubrik hatten, oder sagen wir lieber Fangames, sondern auch der gute Kobanamani hat mich ja, muss man sagen, abgelöst als der größte Sonic-Let's Player auf YouTube. International. Bin ich jetzt nur noch die Nummer 2. Kobanamani, englischer Let's Player, ziemlich groß. 1,80? Nee, ich bin halt selbst 1,80. Ihr wisst, wie ich es meine. Ziemlich bekannt und er macht auch gute Arbeit und er kennt sich aus. Und er kennt sich auch aus mit, keine Ahnung, Sonic and the Secret Rings und so. Der kann einfach alles durchspielen und das bewundere ich schon. Und der hat halt danach auch angefangen. Ich weiß, dass er mich auch verfolgt, zumindest guckt, was ich so mache. Und dann hat er auch angefangen mit Sonic Fangame Fridays und hat einige der besten Hacks, die ich gezockt habe mit euch, sei es der S-Faktor, Sonja und Silver oder. Da hat er so einiges schon gezeigt und da waren jetzt auch neue Spiele dabei, die Wahnsinn waren. Also da habe ich schon Bock, das ein oder andere richtig gute Sonic-Fangame im Let's Test zu bringen. Also sagt ja niemand, dass es lizenzierte Titel sein müssen, die ich im Let's Test bringe. Ich hatte auch Mario 64 HD gebracht. Als Let's Test 104 war das. Ja, das am Rande. Also so viele schöne, also richtig schöne Sonic-Hacks. Ich habe mir die Teils mal aufgeschrieben. Da wird ab und zu noch vielleicht noch was kommen. Das am Rande. Aber ich wollte erzählen, was ich so geplant habe in Zukunft. Ja, was natürlich in meiner Liste auch mal wieder draufsteht, ist Sonic CD. Da werden jetzt auch wieder einige argumentieren. Das hast du doch schon, oh mein Gott! Das stimmt. Ist auch erst aus dem Jahre 2012. Also gar nicht so lange her. Ich habe noch nie was aus dem Jahre 2012 re-let's played, außer jetzt halt Minecraft. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass Sonic CD, das hatte ich auch schon mit relativ guter Videoqualität, aber die Audioqualität von meiner Stimme war nicht so überragend. Und ich kann Sonic CD nicht so wunderbar spielen wie die anderen Klassiker, weil ich muss zugeben, 148 Ringe zu verlieren wird schon wehtun irgendwo. Ja, also ich muss schon zugeben, Sonic CD habe ich halt auch erst gespielt. Ich hatte kein Mega CD und generell hat das kaum einer gezockt. Sonic CD, wer hat das schon gehabt? Ein paar Leute haben es für PC gehabt in der Tat. Kannte ich sogar einen. Ich habe den immer angefleht, komm, lass doch mal finden. Such doch mal, wo hast du das denn? Ah, habe ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Und wir haben das gesucht, Sonic. Ich wollte es unbedingt mal spielen. Ich habe immer nur Screenshots gesehen aus den alten Sega-Magazinen. Ich wollte unbedingt mal Sonic CD spielen. Das ist mir dann auch erst gelungen mit der Sonic Games Collection auf dem Gamecube. Da war das ja mit drauf. Mit Sonic the Fighters und Sonic Air. Achtung. Der schießt Pfeile. Ich hab's. Ja, ich bin total... Let's Business passiert. Ja, ihr merkt schon, in Sonic 3 kann man nicht so durchrushen wie in Sonic 1 teilweise oder in der Green Hill Zone, weil es halt sehr komplex ist, die Welt, und auch viele Inhalte beherbergt, wo man die einen abbremsen und so. Ja, aber Sonic CD, ich habe es erst 2005 gespielt und das hat mir auch nicht so sehr gefallen. Also, ich kann auch gar nicht verstehen, warum das so milliardenfach wieder aufgelegt wurde. In allen Online-Stores, aller Konsolen und Steam und Handy und überall immer Sonic CD und komplett remastered mit neuem Menü und so. Habe ich sogar für Steam, also ich habe nicht viel für Steam, aber das habe ich, Sonic CD. Und genau die Version möchte ich mit euch let's playen, weil die ist 16:9 und all das. Und dann würde ich natürlich, es gibt Sonic CD ja auch den japanischen Soundtrack und den amerikanischen Soundtrack. Und da würde ich jetzt den anderen spielen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, den amerikanischen gespielt im ersten Let's Play. Und dann würde ich jetzt den japanischen zocken. Ah! Nicht drauf geachtet. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's... Danke, Tails. Tails hat mir den Hintern gerettet.
Ja, das möchte ich auch gerne mal machen. Also, komplett anderer Soundtrack und so, das kann man schon mal re-let's playen. Und dann passt das auch. Nee, ich würde sagen, Sonic CD ist für mich wirklich nicht so gut wie Sonic 1 bis 3. Und Knuckles eben. Weil, ja, keine Ahnung, das Level-Design, die Ideen, klar, ist sehr schön mit der Zeitreise, aber auch, weiß nicht. Ihr könnt ja auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, so rum, wie ihr das seht. Aber es wird ein bisschen Hype drum gemacht. Es gibt so viele Zocker, die sich gar nicht so gut mit der Sonic-Materie auskennen und die sehen immer nur Sonic CD, CD, CD. Und viele downloaden sich das halt. Ja, komm, gehen wir trotzdem unten lang. Oben ist so ein bisschen Special-Weg, aber wir gehen jetzt unten lang. Da, 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 da. Ja, und viele denken halt, okay, das ist Sonic, aber Sonic 1 bis 3 haben für meinen Begriff mehr Spielspaß zu bieten als Sonic CD. Trotz der Zeitreise-Innovation. Ah, schön die Marble Garden Zone hier. Ne, aber ich werde trotzdem ein zeitgemäßes Let's Play dazu bringen und dann hat sich das. Und Sonic Generations habe ich wieder vor. Und ich habe ganz große Pläne mit Sonic Generations. Ich werde es nicht nur das erste Let's Play. Ah! Yo. Ja, ich habe es schon kommen sehen, wo ich geschrien habe. Ich weiß es ja, wie das Level aufgebaut ist. Wir brauchen das aber. Ja, Sonic Generations, das erste Let's Play von 2011. Das war blind. Es gab Reactions. Ich wusste auch nicht, wie die Story ist und so. Und das war sehr interessant. Hat mich schon früher genervt. Im alten Let's Play! Ich weiß nicht, die Marble Garden Zone hat mich bisher an den Eiern. Muss man sagen, wenn es so ist. Aber ich bin so am Nachdenken, ich spiele hier auf Autopilot, kann man sagen. Da, da, da. Ah! Warum hältst du dich nicht fest, du Alter? Blauer Igel, du. Ich weiß, du bist ja schon fast so alt wie ich. Aber dennoch. Jetzt muss ich das wieder rausholen. Ich habe auch den Sound ziemlich laut gestellt. Ich höre das gerade auf meinem Kopfhörer, dröhnt mir die Levelmusik ins Ohr wie sonst was. Ja, also Sonic Generations war damals blind und hat Spaß gemacht, das zu entdecken, das Spiel. Ist auch wirklich eins der besten Sonic-Spiele der letzten Jahre, wenn nicht eigentlich das beste Sonic-Spiel der letzten Jahre. Und genau. Da links ist nichts. Ich kann mich erinnern, hier war ich irgendwie mit Super Sonic im ersten Let's Play. Ja, da habe ich einiges vor, nicht nur das ein bisschen mehr. Also ich habe ja das nur selbst nur ein bisschen gesehen, wie das war in Sonic Generations mit den ganzen Missionen und all das. Und das würde ich gerne auch alles mit euch zocken. Also nicht nur die Hauptstory und die ganzen Missionen, sondern da habe ich noch was ganz, ganz Spezielles vor. Ich verrate nur mal so viel. Ich werde die PC-Version von Sonic Generations will ich let's playen. Mit der kann man ein bisschen mehr anstellen als mit der Konsolenversion, aber das ist nur am Rande. Nur für die Leute, die sich auskennen. Das wird ein Riesenspaß. Na gut, noch ein ganz großer Tipp. Sonic Hacks 2.0. Ne, ernsthaft, da gibt es so coole Sachen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mal sehen, ob ich es überhaupt gebacken kriege. Aber damit werde ich mich nur auseinandersetzen. Ich werde es, koste es, was es wolle, euch zeigen. Was es da alles Schönes gibt mit Sonic Generations. So, ja, und ansonsten ist mit Sonic die Luft ein bisschen dünn geworden. Alle hoffen ja, Sonic Runners, mal sehen. Da hat mir jemand gesagt, das wäre gar nicht so schwer vom Handy aufzuzeichnen. Vielleicht zocke ich das auch mit euch. Einfach, wenn es nur ein Let's Test ist. Mal gucken, wie das Spiel gestrickt ist. Ich glaube, das ist nur ein bisschen größer. Da muss ich mal gucken, auch wie sehr mir das Bock macht, ob ich ein Let's Play machen würde oder. Ich denke aber, dass es schon ein ziemlich gutes Mobile-Game sein wird. Ist ja schon erhältlich in den USA, oder was? Mal gucken. Aber was ist los mit Sonic 2015? Ja, also Fakt ist, man arbeitet weiter an Sonic, ne? Also nicht von wegen, habe ich damals auch das Infovideo drüber gemacht. Sega macht nur noch Mobile-Games. Nein, sie legen den Fokus drauf. Sie haben ja danach gesagt, klar wird Sonic weiterhin für die Konsolen geben, etc. Das bleibt im großen Stil erhalten. Nichtsdestotrotz arbeitet das Sonic-Team ja nicht nur an Sonic Runners, sondern auch an einem großen Titel.
Da habe ich immer gesagt, Sonic 2015. Ich hoffe mal. Mal sehen, ob es was zu sehen gibt auf der E3. Aber inzwischen würde ich fast tippen, nein. Ganz merkwürdigerweise, ich würde tippen, nein. Wisst ihr, was ich glaube? 2016 ist das 25-jährige Jubiläum von Sonic. Und sie haben aus Sonic Boom gelernt, denke ich mal. Zu wenig Entwicklungszeit. Lieber ein bisschen mehr Zeit lassen. Und deswegen denke ich mal, dass 2016 zum 25. Jubiläum das dann ein perfekter Zeitpunkt ist, um dann das Mega Sonic Game auszupacken. Ich hoffe mal, dass sie keinen gravierenden Fehler machen. Das wäre zu wünschen. Es wäre sehr wünschenswert. Aber dann ist Sonic Runners wirklich Sonic 2015. Das wäre schon krass. Ja, mei. Man kann halt nicht alles haben. So, um euch mal einen Überblick zu verschaffen, wie groß dieses Spiel ist. Das war die dritte Zone. Jetzt kommen wir in die vierte Zone von insgesamt 6. Ja, sogar in Sonic 1 gibt es streng genommen mehr Zonen. Da gibt es noch die Final Zone. Aber die Zonen in Sonic 1 sind natürlich alle viel kleiner. Hier sind die Welten auch viel größer in Sonic 3. Man kann viel mehr erkunden, viel mehr Wege gehen. Und die Level sind länger. Das muss man denen mal zugute halten. Sonic 3 ist natürlich größer als Sonic 1. Sonic 1 ist das kleinste. So, ich kürze sie ab. Ah, der Michael Jackson-Song. Mann, ich wollte schon immer mal so ein Special-Video bringen, aber es ist immer copyright-technisch sehr gefährlich, Michael Jackson-Songs zum Vergleich zu bringen, aber es gibt genug Videos auf YouTube. Das ist der Song Jam von Michael Jackson. Hey, was will ich denn da unten? Ah, da kenne ich mich nicht aus. Okay. Es gibt echt Wege, die ich selten gehe und Wege, die ich normalerweise so meine Optimalroute habe. Das habe ich in den klassischen Sonics auch irgendwie. Aber ich glaube, ich bin back in business. Nee, doch nicht. Da sind auf einmal Stacheln, wo ich nichts vermutet habe. Okay. Da, 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 da. Quetsch mich ruhig. Ah, die Carnival Night Zone. Hepsa. Okay, das gefällt mir. Geht's hier weiter oder was? Nein, geht es nicht. Mhm. Meinetwegen. Jetzt muss ich aber... Ja, jetzt weiß ich wieder, wie der Hase läuft. Ab zum Zwischenboss. Ja, Sonic. Ja, das wird schon so sein. Sonic haben wir ja letztes Jahr so viel rausgepowert. Und davor auch. Dass wir mit Sonic CD... Nehmen wir gern und... Und Sonic Generations Plus. So, ich einfach mal. Autsch. Ach so, ich habe ja Strom. Ah. Nee, doch nicht. Ah, ein bisschen fragwürdig manchmal bei dem Boss. Der ist merkwürdig. Also das wird erstmal reichen. Und dann denke ich mal, kommt auch schon das nächste Sonic Game. Ich habe so viele schöne Let's Plays geplant. Abseits von Sonic auch. Dieses Jahr. Also herrlichst. Wenn ihr wisst, was da noch alles auf euch zukommt. Und ich bin so gespannt auf die E3. Da muss viel angekündigt werden. Gerade seitens Nintendo. Dieses Jahr 2015, weil ich sag mal so, Nintendo Weihnachtsgeschäft, wenn ihr seht, was letztes Jahr, Ende des Jahres zum Beispiel wieder abging, jedes Jahr ist es so. Ende des Jahres ist ganz schön der Teufel los. Gut, gehen wir jetzt den normalen Weg. Ich kürze da gerne ab, aber meinetwegen gehen wir halt den langen Weg. Ja, gut, Sonic Boom zählt jetzt nicht wirklich, aber Smash Brothers View und Pokémon Omega Rubin, das waren schon Kracher. Und da fragt man sich natürlich, was wird es 2015 geben zum Weihnachtsgeschäft? Und Nintendo hat natürlich schon ein paar Pläne. Mario Maker zählte eigentlich fast noch dazu. September. Es werden bestimmt auch so manche Mario Maker Games unter dem Tannenbaum liegen, aber Nintendo hat da noch einiges vor. Ich würde auch mal tippen, Star Fox U. Das wird 2015 noch um die Ecke kommen. Auch zum Weihnachtsgeschäft gut möglich. Da werden wir auf der E3 garantiert mehr sehen. Aber trotzdem braucht es noch ein paar Überraschungen. Nicht Pokémon, nicht Mario. Ich weiß nicht. Irgendetwas kommt da noch, mit dem wir überhaupt nicht rechnen.
Bin auf jeden Fall gespannt. Und ich glaube langsam auch, dass Shantae Half-Genie Hero erst Ende des Jahres veröffentlicht wird. Muss man mal sehen. Für mich als Let's Player war es natürlich ein bisschen viel Ende letzten Jahres. Also ich konnte zum Beispiel, gut, Sonic Boom 3DS ein bisschen warten musste, war okay. Aber sonst... Ups, das war. Ja, diese berühmt-berüchtigten Fässer, wo man einfach nach oben und unten drücken muss. Mann, was ist das denn für ein Sack? Was ist das denn für ein Sack? Der nervt mich brutalst. Ich hab keine Ringe, das ist gefährlich. Nehme ich die da. Ah, denkst du dir? Sauber. Da links ist ein Superring. Ah! Bam! Ja, da doch Sonics Schild ist so nutzlos in Sonic 3. Das muss man wirklich... Bringt nicht so viel, ey. So, Licht aus von Knuckles. Wir machen es gleich wieder an, keine Sorge. Ach ja. Ich bin gespannt, was es da noch gibt. Ich bin auch gespannt auf Splatoon. Und auf Yoshi's Woolly World freue ich mich und ich habe so viele Klassiker auch vorbereitet. Ach, ist immer wieder eine Freude. Ich denke mir Jahr für Jahr, du musst doch irgendwann nächstes Jahr keine Ideen mehr haben. Doch, es ist immer genug los. Immer genug neuer Stuff und ja, 5 Jahre Let's Player. Ich kann das kaum glauben. So viel erlebt. Mit euch zusammen. Und sei euch eines gewiss. Es ist... Es ist egal, ob ihr neue Let's Player, neue Abonnenten seid, ob ihr mich gerade erst gefunden habt und das hier das erste Video ist, was ihr anguckt, oder ob ihr schon seit Mario 64 2010 dabei seid. Ich lieb euch alle. Also, ohne euch wäre ich nicht nichts, aber ich wäre nicht so viel, wie ich jetzt bin. So, ouch. Mann, oh Mann. Nein! Ja, in dem Game liegen überall Ringe rum. Das ist kein Ding. Ja, also ziemlich die längste Zone auch, ne? Mitunter Carnival Night. Geht doch schon ein bisschen auf den Senkel. Aber dafür wird die Ice Cap Zone umso cooler und umso kürzer. Erstmal mache ich jetzt wieder das Licht an. Also ich kann mich nur immer wieder tausendmal bei euch bedanken und für eure Treue danken, für eure Daumen, für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit, die ihr rein investiert, aber es gibt auch viele Leute, die sich bei mir bedanken, von wegen ich versüße oftmals die Zeit, wenn es einem dreckig geht und so. Das ist wirklich so ziemlich das höchste Lob, was man bekommen kann. Es gibt auch einige Säcke, die auf meinen Kanal kommen und sagen, du bist so boring. Ja, jedem seine Meinung, ne? Jeder kann seine eigenen Geschmäcke haben. Und wenn zum Beispiel neue Spiele rauskommen und mehrere Let's Player so ein Game anpacken, dann könnt ihr natürlich bei euren Favoriten schauen, aber niemals vergessen, es ist nicht verboten, bei all euren Let's Playern, die ihr gerne habt, zu schauen. Also, sei es viel kleinere oder größere als meine Wenigkeit. Guckt einfach, ich sage euch immer wieder, unterstützt einfach die YouTuber, die ihr mögt. Weil Unterstützung hat eigentlich jeder verdient. Nur ob ihr die mögt, ist halt eine Frage. Jetzt bin ich so extrem risikoreich bei diesem blöden Boss. Weil der frisst ein bisschen Zeit eigentlich. Der gute Robotnik. Deswegen gibt es hier einige Kniffe, wie man den schneller packt. Da stecke ich auch mal einen Treffer ein. Nur damit er mal einen auf den Sack bekommt. Man kann ihn auch erwischen. Ne, jetzt nicht mehr. Sein elektromagnetisches Feld da. Ach, ich kann es nicht glauben. 5 Jahre ist ein halbes Jahrzehnt, Alter. Kommt mir vor wie gestern. Vor allem, ich bin älter geworden. Ich war 20 und jetzt bin ich 25. Und ich habe im Juni Geburtstag. Jetzt bin ich 26. Und... Ich bin noch am Zocken, als wäre ich 13. Herrlich.
Ja, was ich halt immer wieder schade finde, ich habe schon oft angesprochen, die Leute in meinem Alter, mit denen ich gezockt habe als Kind oder als Teenie, die haben alle nicht mehr so viel Zeit zum Zocken. Also generell, die Leute, mit denen man in der Schule war und sowas, egal ob als kleiner Knilz oder dann ein bisschen später, die Wege gehen so weit auseinander. Gut, viele Leute trifft man immer wieder, aber viele Leute gar nicht mehr, weil die, ja, keine Ahnung, schon nach der Schulzeit irgendwie wegziehen oder weiß der Teufel. Ist ein bisschen schade. Da kann man froh sein, dass man heutzutage sowas hat wie Facebook und so. Dass man wenigstens weiß, dass die Leute noch leben. Nein! Ich mach keine Specials. Ja, so ein Reflex, ne? Und tschüss. Keine Special Stage. Ja, das gab's ja früher auch nicht. Zu meiner Schulzeit. Facebook. Wer kennt wen? SchülerVZ. Ne, damals nicht. Wir wussten auch damals gar nicht so wirklich die Nachnamen von den meisten unserer Leute, die in der Klasse waren. Das ist ja heute durch Facebook kein Ding. Oder was die so machen. Da gab es manche Leute in der Klasse, die waren für dich ein unbeschriebenes Blatt. Ende. Dumbatsbum. Dumbatsbumbum. Dumbatsbumbum. Ja, es gibt viele, mit denen ich früher gezockt habe, die haben so viele andere Sachen im Hut. Und ich ja auch, bei mir ging es ja auch, sag ich mal, ein bisschen weg. Und das wäre bei mir schon traurig gewesen. So viel Zeit, wie ich da rein investiert habe. Ich sag immer, ich bin jetzt nicht vielleicht ein bekannter Let's Player geworden, weil ich, ja, der lustigste der Welt bin irgendwie. Mit meinem Übel-Dübel-Spruch und rasierten Fischen. Sondern auch, ist auf jeden Fall der Mitgrund, wie ich finde, wegen meinem Fachwissen auch. Weil ich habe schon als Kind so viele Fachzeitschriften gelesen und wusste schon immer bei den Spielen, was abgeht, wann die rauskommen oder keine Ahnung. Dass der Abenteurer in Zelda nicht Zelda heißt, sondern Link. oder ja, so Sachen halt. Und wie die ganzen Serien und was es früher für Konsolen gab und auch mit der Konkurrenz. Ich habe mich so informiert, das hat mich einfach interessiert. Und da habe ich mir so ein Videospielwissen angesammelt. Und dann Arbeiten, Ausbildung, das ist was ganz anderes, Mann. Die haben mich in der Ausbildung im Handwerk total zusammengefaltet. Die haben gemerkt, dass ich mich mein Leben eben nicht mit Handwerken und Rumbasteln an Motorrädern auseinandergesetzt habe, sondern mit irgendwas anderem. Hat einer gemeint, ja, du machst bestimmt so einen Computerschrauben. Nee, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Stil. Nur wenn ich muss. Meine Grafikkarte eingebaut habe zum Let's Playen. Das war. Ah! Der ist wichtig. Das war alles, was ich so gebraucht habe. Puff. Zum Einbauen. Ja. Ich wollte auch immer Giga Games. Schön, dass ich ein Elektroschild habe, da kann ich den so dissen hier. Also sonst muss man warten, bis er runterkommt, das nervt. Ja, so zum Beispiel. Ja, Giga Games, wo das früher im Fernsehen war. Mit Etienne, mit Simon, mit Hannes. Wer war da noch? Ah, natürlich, Michael. Michael Neudert, die ganzen Leute. Das fand ich so beeindruckend, ich wollte unbedingt hin. Ich wollte nach Düsseldorf und eines Tages bei Giga Games im Fernsehen arbeiten. Hab's mir auch zugetraut. Einfach wegen meinem Hintergrundwissen. Und ja, das hat mir natürlich auch wieder, was die erzählt haben und gezeigt haben und gemacht haben. Da gab es ja dieses Quiz auch mal eine Zeit lang. Das war echt toll. Und das wollte ich immer machen. Und da habe ich mich, ich sag mal, innerlich drauf eingestellt, wie ich sowas rüberbringe. Wenn ich, sag ich mal, kommentiere, während ich zocke. Ich habe das innerlich für mich mal probiert. Ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, creepy, wenn ich sag, dass ich manchmal gezockt habe und stumm für mich hin in Gedanken versucht habe zu erklären. Also ich habe schon versucht, als wäre ich bei Giga Games und zu erklären, ja, Super Metroid war ja das dritte und erschien 1994 für das Super Nintendo, nachdem im zweiten Teil und so weiter. Und so habe ich das halt für mich schon in meinem Kopf zurechtgelegt. Und was ich immer kritisiert habe bei Giga Games, warum testen die Spiele nur an? Die können doch mal eine Show machen. Die haben ja irgendwelche Shows, wie gesagt, das Quiz-SMS-Challenge, genau so hieß das.
und so was. Warum machen die es nicht mal und nehmen sich irgendein Spiel vor und zocken es komplett durch? Das war so mein Vorschlag. Haben sie aber nie gemacht. Und dann kam YouTube und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, das musst du machen. Und das ist eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich habe jahrelang vorher schon trainiert für meine Let's Play Karriere, sage ich ungern, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich es halt wirklich so hingebracht, die Spiele komplett zu erleben, komplett durchzuspielen. Dankeschön, du Sack. Eingefroren. Wett, warum bin ich ein... Hä, warum hat er mich nicht verletzt? Dann müssen wir doch zumindest mein Schild abziehen. Echt? Ist man mit dem Elektroschild vor dem Meister geosaved? Sensationelle Szenen spielen sich hier ab. Ja, also ich habe mich da schon vorbereitet. Deswegen hat es auch relativ gut funktioniert am Anfang schon. Gut, in meinen ersten Let's Plays, wer sie sich anschaut, jetzt abgesehen von der Videoqualität, so wie ich kommentiert habe. Natürlich nicht so laut, weil, kommt schon, man redet mit seinem PC. aber so vom Informationsgehalt. Oh, Sonics Schild hat mal gut funktioniert. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja, und hab das versucht, ein bisschen witzig zu gestalten. Schon im ersten Part, ne? Fiel mir natürlich schwer, man muss sich da erstmal reinfinden. Aber ich habe mich reingefunden. Hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Hat ein paar Wochen, Monate gedauert. Aber ich habe meinen Stil gefunden. Ich bin dann immer mehr aufgedreht. Das hat aber daran gelegen, dass die Let's Player-Szene, dass dieses Ausrasten voll in war. Oh, sei es wegen Das Mirko oder Geilkein früher total am Ausflippen. Und das war so ein bisschen ein Trend. Der hat sich gesetzt und man ist heutzutage ein bisschen professioneller. Und finde ich eigentlich gut, weil das ist auch mehr meine Natur als wie diese Freakouts. Also ihr kennt meinen Stil. Ich bin manchmal so und manchmal so. Ich kann auch schon Freakouts machen, aber wenn sie halt total angebracht sind. Oder ruhig sein. Oder aufgedreht. Das liegt auch immer so an der Laune, wie ich drauf bin. Wenn ich natürlich einen scheiß Tag habe und nur Kacke in meinem Leben abgeht, dann ist es auch schwierig für mich, gute Laune Fieber zu produzieren. Trotzdem kriege ich es ein bisschen hin. Aber da nehme ich halt nicht so viel auf. Jetzt im Momentan bin ich recht gut drauf und labe wie ein Wasserfall. Euch das Ohr ab. Es hängt auch ein bisschen drauf ab, wie gut man in dem Spiel, was man Let's Playt, vorankommt. Wenn man sich natürlich schwer tut und überlegen muss und dies, das, Ananas, dann, ja, oder nochmal was, dauernd offscreen nochmal hinspielen oder sowas. Das zehrt natürlich an den Nerven und da kannst du auch nicht mehr so fabelhaft kommentieren. Aber Sonic ist da für mich jetzt kein Ding. Oder Mario Games und deswegen spiele ich sowas echt gerne. Meine super favorite Games. Oder halt meine 3D-Jump-Runs. Läuft ja gerade Donkey Kong 64! Aber da muss ich auch schon viel überlegen, merke ich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da vieles vergessen nicht, aber nicht mehr so ganz vor Augen, dass ich nicht mehr sofort im Augenblick weiß, wo genau ich als nächstes hin soll. Und wohin ich als nächstes und übernächstes und überübernächstes hin soll. Da muss ich manchmal ein bisschen nachdenken. War aber in Let's Play Banjo-Tooie 2013, sehr sehenswert anschauen, auch nicht anders. Banjo-Kazooie und Mario 64 hingegen, da könnte ich euch sofort sagen. Ja. Ich hatte ja Banjo-Kazooie auch ursprünglich geplant, das war ja die Ursprungsidee hinter diesem Special hier, dass ich ein komplettes Let's Play mache, in einem Part, und zwar Banjo-Kazooie 100%. Ich hätte es mir zugetraut. Ich hätte auch Bock drauf gehabt. Ich hätte die Xbox, oder weiß nicht, vielleicht hätte ich die Xbox-Version gemacht, vielleicht Nintendo 64, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich das gemacht und ich wäre relativ schnell fertig geworden, hat aber trotzdem einige Stunden gedauert. Das Video wäre, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden lang gewesen. Ja, 5 ist ein bisschen zu viel. Ich weiß schon, bei Banjo-Kazooie, wo es lang geht. Ich hätte es nämlich so gemacht, ohne zu erklären. Also ohne die Texte alle vorzulesen, die kann man ja mit L und so komplett wegmachen, die Texte. Und einfach nur durchrushen. Das hätte ich schon gerne gemacht mit Banjo-Kazooie. Ich habe mir halt nur auch gedacht, ja, das dauert schon ein bisschen und so ein großes Video, ja, gucken dann eh ziemlich wenig komplett an. Na, hab ich halt aufs Überlegen gekommen, einen 2D-Jump-Run reinzupacken und Sonic, das geht dann auf jeden Fall. Und so haben wir dieses Video. Und wir sind schon in der letzten Zone. Jetzt auch im letzten Act der letzten Zone. Das heißt, es wird langsam Finalstimmung.
Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr für mein 6-jähriges Jubiläum euch wünschen würdet, was für ein Spiel ich komplett lösen soll. Aber übertreibt nicht. Also Banjo-Kazooie ist auch schon ein bisschen sehr viel. Aber ich habe immer wieder Bock auf Spielen. Mein letztes Let's Play von Banjo-Kazooie ist von 2012, aber es ist schon mein zweites gewesen. Ah, da muss ich zumindest noch warten. Ich bin gespannt. Ich tippe ja drauf, dass wir demnächst 2 neue Banjos haben werden. Zu meinem Project Ukulele. Also dieser spirituelle Nachfolger. Ne? Der beinhaltet keine Charaktere von Banjo und so. Aber soll genauso genial sein und sich genauso spielen lassen. Ist schon klar. Aber ich glaube, Microsoft will das nicht auf sich sitzen lassen. Erstens mal ist ja durchgesickert, dass die ein neues Banjo entwickeln. Haben ja viele irgendwie geleakt. Und des Weiteren denke ich, ja, die Anzeichen verdichten sich, dass das Rare Studio an Banjo-Kazooie arbeitet. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ohne irgendwas gesehen zu haben, zwischen, oh mein Gott, ich komme da nicht vernünftig hin. Ich muss so anlaufen. Ich darf die Robotnik-Fernseher nicht kaputt machen, sonst nehme ich Schaden. Ja, was wollte ich schon gerade sagen? Ach so, wenn ich die Wahl hätte zwischen Project Ukulele und Banjo Free, würde ich Project Ukulele nehmen. Weil, ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass diese ganzen genialen Leute von dem ehemaligen Rare, die jetzt Project Ukulele machen, dass die einfach das besser können, als die Leute, die momentan bei Rare sind. Also ich habe schon auch Erwartungen an das neue Banjo. Ich denke, es wird was auf der E3 vorgestellt, keine Angst. Bin ich mir zu 90% sicher. Ob das so gut ist wie Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie, das darf sehr stark kritisiert werden. Aber ich denke schon, dass sie da sich Mühe geben, um was rauszaubern. Also ich bin da ein bisschen optimistisch. Sie haben da was vor. Und dann sagt er auch noch, ja, ja, ihr könnt auch gerne Banjo benutzen für Smash Brothers, habe ich nichts dagegen. Klar, wäre Werbung. Verdammt, ich habe keine Ringe und gleich kommt wieder einer. Erstmal zurückschleudern. Ah, nee, ach so, wir sind hier. Ja, natürlich kommen jetzt keine Ringe, sondern nur Gegner. Genau. Ne, ich wollte eigentlich nicht sterben hier in diesem Video. Danke. Endlich mal. Weil, hey, wird knapp hier. Das ist wirklich der allerletzte Act in diesem Spiel. Auch wenn es nicht so finalmäßig aussieht. Ist so. Ich nehme mal lieber hier links das Goodie mit. So. Hilft mir aber nicht in Sachen Luft. Die Unbesiegbarkeit. Also gibt Gummi. Da unten war Knuckles-Weg. Ich habe ja auch die Knuckles-Story gespielt in meinem letzten Let's Play zu Sonic 3 Knuckles. Ja, also da bin ich schon sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich fürchte aber, das wird ja frühestens nächstes Jahr was mit beiden Titeln. Ja, ich sag euch, beides wird kommen. Man wird diese beiden Titel vergleichen. Project Ukulele, was noch einen anderen Namen bekommen wird. Und eben... Banjo Free. Aber ich freue mich auf beides und werde beides zocken. Und wenn ich mir eine Xbox One nur für Banjo Free zulegen muss, das nur ein bisschen besser ist als Schraube locker, dann lohnt sich das. So, jetzt gibt's nur noch eine Boss-Parade und dann hätten wir es. 3 Boss, um genau zu sein. Ah! Ich wusste echt nicht mehr genau, kommt er erst oben oder unten? Falsch entschieden. Oben. Egal, ich krieg's auch mit dem Paar. Was zum... mit ein paar Ringen hin. Und jetzt steigen wir ins Egg Mobile. Ja, Freunde, wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Finale. Nicht wahr, das wollen wir wenigstens genießen. Wie lange habe ich denn jetzt bislang gebraucht? 45 Minuten so ungefähr. Noch nicht mal eine Stunde für das ganze Spiel durchzuzocken. Aber gut, ich weiß wirklich, wo es lang geht und was es alles gibt. Aber ich denke, blind wird man das auch in knapp einer Stunde hinkriegen. Obwohl... ah, schwierig zu sagen. Das Death Egg hebt ab. Ja, zum Spiel allgemein schaut euch das Let's Play an, das passende. Das hier ist ja nur ein bisschen gezockt für zwischendurch. Einfach mal ein komplettes Let's Play in einem Part. Was ich sagen wollte mit dem Video und ausdrücken wollte. Ihr seid die Besten. Ich hab euch alle lieb. Und es ist mir immer wieder eine Freude zu Let's Playen, weil ich weiß, ich bin nicht allein, ich habe euch. Und ich bin einfach dankbar,
Klar, ich stecke da Arbeit rein, aber wenn ihr nicht wärt, wenn ich euch nicht hätte, hätte ich andere. Oh, Dunkelheit. Oh ja, Big Arm mit der epischen Musik. Die auch so in Sonic & Knuckles wieder eingesetzt wurde, weil sie so episch war, muss man sagen. Gut, mit dem hatte ich lange Jahre Probleme. Der ist auch ein bisschen ein Sack, der Boss. Der kann auch jetzt falsch starten, ne? Ja. Wenn ich in der Ecke gesessen hätte, hätte ich blöd geguckt. Aber mit dem genötigten Gefühl kriegt man den Sack schon dran. Du Gimpel! Da kann man halt immer nur ein bisschen spekulieren, wenn er runterkommt. Naja, das wird jetzt zum Beispiel nichts. Ja, da kommt er noch so ein bisschen hoch, da kann man ihn auch treffen. Habe ich jetzt allerdings nicht hinbekommen. Genau, schön, dass ich aus der Ecke entflohen bin. Weil er da hochgejumpt ist. Aber so müssen wir den gleich haben. Da kann ein tierisch auf den Keks gehen, dieser Boss. Dafür ist es ja auch ein Endboss. Ein bisschen billiger. Der in Sonic 2 war schon mächtiger. Echt, wir haben damals immer überlebt. Warum ist alles so billig in Sonic 3? Warum ist alles ein bisschen kleiner? Ja, und Sonic und Knuckles wurde dann richtig auf die Kacke gehauen. Mit riesen Mega-Robots und 800 Finalen und... Ja, das Gesamtwerk ist schon sehr sehenswert. Sonic 3 im Einzelnen haben wir jetzt hier mal durchgezockt. Haben wir das mal gesehen. Und das Death-Egg ist mal wieder am Abstürzen. Es wird auch wieder emporsteigen, das wissen wir. Aber für heute nicht mehr. Heute fliegt es nirgendwo mehr hin. Wenn auch ohne Chaos Emeralds, Sonic freut sich und damit rollen uns jetzt die Credits entgegen. Hat mir Spaß gemacht, Sonic 3 mit euch zu zocken. Einfach mal eine Runde. Heute bin ich 5 Jahre Let's Player geworden und feiere es noch wie am ersten Tag. Ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre und auf die nächsten 50 Jahre mit euch. Denn ich werde so lange weitermachen, wie es überhaupt möglich ist. Gesundheitlich von mir, wenn ich mit 85 dann irgendwann mal die Stimme schwächer wird, dann bitte ich das zu entschuldigen. Oder wenn YouTube im Jahre 2300 zusammenbricht, wo ich dann als Cyborg am Lebenserhaltungssystem irgendwie, ja, noch am Zocken bin. Weil die YouTuber bis dahin natürlich alle archiviert worden sind, ja, unendliches Leben und so was. Ja, nee. Freunde, genießen wir den Moment. Genießen wir uns, die wir uns haben. Und egal welches Video, egal welcher Tag kommen wird, ich will immer weiter Let's Play Parts hochladen für euch. Und irgendwann werde ich drauf zurückblicken und sagen, die ersten 5 Jahre, das war ein grandioser Anfang. Denn fantastisch war es allemal. Und eins könnt ihr euch sicher sein, selbst wenn morgen die Welt untergeht, dieser Let's Play Kanal und diese Community, es hat mir sehr viel geschenkt in meinem Leben. Und dem bin ich mir bewusst. Oh, das ist mir eine Riesenfreude für euch da zu sein. Zu zocken. Jeden Tag. Den ganzen Tag. Na, jetzt hat man nicht mal so viel Sülzen hier. Okay. Tja, Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, dann bis zum 6-jährigen Jubiläum. Also, bis dann und ciao!